Sie wollen nur spazieren gehen, sagen sie. Wie in zahlreichen Städten in ganz Deutschland trafen sich auch in Flensburg am Montagabend etwa 120 Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Ich möchte mit Freunden spazieren gehen, die ebenso wie ich für die Grundrechte einstehen. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen unsere Grundrechte, wir wollen Meinungsfreiheit, wir wollen Versammlungsfreiheit und wir wollen eine Unversehrtheit unseres Körpers. Das ist alles. Also wir sind hier, weil es gerade ein ständiges Thema für uns ist, was die Politik entscheidet, wie die Medien berichten. Und ich persönlich fühle mich ganz falsch verstanden, von den Medien falsch dargestellt, von der Politik falsch verstanden. Ich bin eine normale, gebildete Frau, so empfinde ich mich, und möchte gerne einfach ausdrücken können, dass ich mich im Moment nicht impfen lassen möchte. Ich bin gegen ganz vieles geimpft, ich kann auch eine Maske tragen, aber ich bin einfach gegen diese permanente Impfpflicht, die gerade diskutiert wird. Gegenwind kommt von einer kleinen Gruppe von etwa 7 Personen. Am Anfang ist unklar, wohin der unangemeldete Demonstrationszug laufen will. Es geht schließlich zum Flensburger Rathaus. Auf dem Weg dorthin kippt die Stimmung kurz. Die Gegengruppe verbarrikadiert den Weg. Die Polizei, die den Spaziergang die ganze Zeit begleitet, kann allerdings schnell deeskalieren. Bis auf ein paar Wortgefechte bleibt es friedlich. Der Corona-Spaziergang ist beendet. Ich bitte Sie, sich innerhalb von 10 Minuten zu entfernen. Vielen Dank. Gegen 19 Uhr erklärt das Ordnungsamt den Spaziergang für beendet. Einmal musste dazu noch aufgerufen werden, dann verstreuten sich die Spaziergänger so schnell, wie sie gekommen waren.